Wie sieht's denn in Ihrer Familie aus? Ich hab 2 Söhne aus meiner ersten Ehe, Reinhold und Joachim, plus Enkel. Und dann war ich 3-mal verheiratet, ne? Und glaub es oder nicht, die Weiber leben alle noch und halten die Hand auf, du. Ich hörte, dass Ihr Vater auch noch lebt. Oh, der ist ja damals mit meiner zweiten Frau durchgebrannt, der Arsch. Und dann war Funkstille, ne? Dann hatte sie aber so einen Reifenhändler und dann kam er wieder angekrochen und wohnte dann bei mir. Und dann waren wir ja immer zusammen nach Steffi hin morgens. Und dann quakelte er mir immer in mein Rätsel rein und dann wollte er mir überhaupt meinen ganzen Lebenswandel vorschreiben und dann gab es den großen Streit. Und dann, ja, nach dem Zimmerbrand ist er dann ins Heim gegangen. Zimmerbrand? Ja, da, weiter war da nichts. Was wollen Sie denn noch wissen? Sie hatten ja eine bewegte Vergangenheit, auch mit vielen Begegnungen mit Prominenten. Wer hat Sie denn am meisten beeindruckt? Ja, das war Heinz Rühmann. Also, ich habe ja damals neben ihm gestanden, im Klo an der Rinne im Berliner Hauptbahnhof. Und dann gucke ich so rüber und sage, sind Sie nicht Heinz Rühmann? Dann sagt er, jawohl, sieht man das? Und dann haben wir beide gelacht und dann noch fast die Hand gegeben.